Guten Tag, mein Name ist Anja Kampmann. Ich lese aus der Anthologie Doppelte Lebensführung und darin ist ein Kapitel aus meinem Roman Wie hoch die Wasser steigen. Václav, der Protagonist, ist ins Ruhrgebiet gereist. Er hat eine Taube dabei und er steigt auf eine alte Abraumhalde aus den Kohlebergwerken. Die Sohlen seiner Stiefel waren rutschig. Der Wind nahm zu, als er höher kam. Er lief über den schmalen Rand dieser Kuppe. Es gab hier keine Büsche mehr. Die Halde fiel zu beiden Seiten steil ab, bildete einen Krater, in dessen Mitte hatte man ein Amphitheater gepflanzt. Sitzreihen aus weißem Beton, auf die er herabsehen konnte. In der Mitte lag eine kreisrunde, glatte Fläche wie eine Membran. Durchlässig zu beiden Seiten, als wäre die Mitte der Halde ein riesiges Ohr. Nur darüber war es vollkommen still. Die Dämmerung war rötlich und bläulich über dem Land, ringsum die Lichter wie von einer einzigen großen Stadt ohne Zentrum. Die Schlote und die Feuer waren verschwunden, ein Stadtteil grenzte an den nächsten endlos. Er sah das alte Fördergerüst neben dem Malakow-Turm, das Leuchten der Förderanlage von Prosper. So saß er da, Václav, und blickte hinunter in seinen Rindsstiefeln. Mit Matthias hatte er die Echsen schnalzen gehört, die auf der Suche nach Weibchen an den Mauern entlang liefen. Sie saßen in den Innenhöfen, Mangobäume, Moskitos. Er schlug ein paar Steine gegeneinander. Es war beinahe dasselbe Geräusch. Er saß lange so und spürte, wie die Luft kühler wurde. Und er musste an Kantarell denken, an die gigantischen Felder, die nach und nach nichts mehr hergaben. Stadfjord sogar brennt in der Nordsee ring zur Neige. Dass irgendjemand sich die Mühe gemacht hatte, sie alle zu benennen, und dass sie jetzt verblühten, Kronen und Staubblätter, die in sich zusammenfielen, um riesige Hohlräume zu hinterlassen. Irgendwann pumpten sie nur noch Sand und Wasser nach oben. Und dass nur Wasser darüber war. Dass man die Ricks fortziehen würde. Keine Spuren, als hätte es all das nie gegeben. Die Nordsee, hatte Petrov gesagt, ist nichts gegen das, was sie jetzt vorhaben. Goliath, sagte er, die Barentssee, das Wasser hat 400 Meter und dann der Frost, die Stürme, willst du das? Die brauchen bald nur noch Spezialisten. Petrov hatte es geliebt, von den ersten Jahren zu reden, Boote, die die Plattformen anliefen und eine Flasche Whisky für $12 glatt über die Reling tauschten. Als noch etwas wie Abenteuer in der Luft lag, als wäre die Enge der Kabinen und der miserable Fraß eine Befreiung. Und wovon? Und wer wollte das verdammt nochmal hören? Es war dunkel geworden, ihm war kalt. Ein leichter Wind strich über die Kuppe der Halde. Irgendjemand hatte hier Holzpfähle in den Boden gerammt, er wusste nicht wieso. Er ging quer über den Hang hinunter. Ein paar Mal rutschte er, aber da war keine Angst. Die Lichter waren wieder in Bewegung gekommen, die grelle Schachtanlage, in der Ferne noch immer einige hohe, blinkende Schlote. Er setzte sich auf eine der Sprungschanzen für die Fahrräder. Feuchtigkeit stieg auf vom Boden, er war müde. Seine Füße baumelten in der Luft, das splittrige Holz an seinen Fingern. Weit entfernt leuchteten die Autobahnen in der Dunkelheit, leuchtete der Silberknauf des Alten vom Nachmittag. Wart's nur ab, hatte er gesagt. Nachts sah er Sterne. Es waren mehr, als er hier je gesehen hatte. Er schlief nicht in diesen Stunden. Er hatte den Fiorino in der Fernewaldstraße geparkt, saß in der Fahrerkabine, ab und zu strich er mit der Hand über das Tuch. Annie, sagte er. Der Vogel schwieg. Er sah in diese alte Schwärze. Er dachte an die Ironie, mit der man ihm als Kind von den Bomberstaffeln erzählt hatte, die man Pfadfinder nannte,
die Christbäume, die aus 6000 Metern Höhe abgeworfen wurden, die das ganze Land und die Städte und Fördertürme Westfalens in ein magisches Licht getaucht hatten, Magnesium-Lichtkaskaden, die noch durch Radinen und Schlafzimmerfenster gesehen wurden, nichts, was half, gegen diese Bomben, diese Sprengflut, die nur ein Echo war, auf das eigene Quälen, Drosseln, Schießen, etwas so unermesslich wie die Schönheit dieser Lichter, auf die nur Detonationen folgten, Feuer. Von diesen Flammen hatte man ihnen erzählt, als wären sie zugleich das letzte Licht gewesen. Und dann folgte nur das Hoffen der ersten Jahre, als alles noch Übergang war und die Männer nicht kamen, um zu bleiben, sondern um nach dem Pütt etwas ganz anderes zu werden, als hätten sie Leben an Leben an Leben, zu dem sich durchstoßen ließ, wie durch das taube Gestein, als gäbe es hinter den Mauern der Kolonie etwas, das auf sie wartete und von dem sie später nur noch ahnten, dass sie es längst vergessen hatten. Es war eine andere Zeit, und diejenigen, die dabei gewesen waren, gaben sie weiter, diese Angst, als wäre es noch immer dieselbe Nacht. Václav lag auf der Ladefläche und er spürte seinen Rücken, aber er wollte kein Hotel. Die Freundlichkeit, die fremden Zimmer, Teppiche, die seine Schritte schluckten. Manchmal war er beinahe froh gewesen, wieder an Deck zu sein. Die Sprache war direkter, rau, man konnte sich darauf verlassen. Er wartete, bis es hell wurde, ein erster blauer Rand über den Häusern, das Futter, das er in seinen Händen wog, und der Korb mit seinem alten Brandzeichen. Václav konnte in der Ferne die beleuchteten Fenster sehen, die niedrigen, engen Zimmer. Was es bedeutet hatte, jeden Tag in dieselbe Küche zu kommen, auf der Tannenholzbank zu sitzen im Warmen, die Brechbohnen aus dem Garten, das Husten seines Vaters, abends um 9:30 das regelmäßige Geräusch der Gardinenstange. Dort, an dem engen Tisch hinter dem Schrank, saß noch immer der Junge, der am Tag, bis er an die Ränder der Siedlung gelaufen war, und schwieg zu seinen Rechenaufgaben. Dankeschön.